Es ist 8 Uhr morgens, ich wach auf, ich gehe auf TikTok und das erste, was ich sehe, ist, wie irgend so ein Typ seine Toilette sprengt. 3, 2, 1, fire! Ganz normaler Montagmorgen. Ja, okay, man ist ja alles cool, das sind halt einfach nur so ein paar Socken. Aber was ist, wenn die Toilette anders verstopft wäre? Mit Herzlichen Glückwunsch. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle... Ihr wisst Bescheid, Digga, wir fangen an. Yo, Bro, wieso hast du schon so lange kein Video mehr gepostet? Ja, hat einfach keine Zeit so viel und keine Ideen, ja. Frag doch mal deine Community, die haben bestimmt Ideen. Yo, mache ich, Fragen kostet ja nichts. Bro, geiles Video, ich feier den Typ, wirklich geiles Video. Er nimmt ein Video auf, er nimmt nicht einfach ein Video auf und fragt so... Yo, Leute, was geht, Mann? Ich habe keine Videoideen, schreibt bitte irgendwas in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Er macht's kreativ, er gestaltet es gut und seine Kommentare. Drei Arten von Durchfall. Drei Arten von Steuerhinterziehung, die jeder kennt. Geldwäsche-Tutorial. Drei Wege, um die Grasplantage zu verstecken. Mach mal ein Video, wie du Batterien in der Mikrowelle aufwärmst. Also das müssten jetzt eigentlich genug Vorschläge sein. Studien haben ergeben, dass 88% aller Männer die falsche Gummigröße benutzen. Wieso kriege ich so eine Werbung? Und wieso war mir das schon wieder klar? Warte mal, die habe ich auch. Rate mein Tinder-Date. Ihr glaubt nicht, was er gemacht hat. Auto und Abholung 6 von 10, kein AMG-Paket. Ja, wie soll denn dieses Auto auch AMG-Paket haben, Digga? Das sieht doch jeder, dass das Ding ein Audi ist. Musik 0 von 10. Oder, Alter, imagine, Digga, du holst dein Date ab, du holst wirklich dein erstes Date ab und du willst einen richtig guten Eindruck machen. Also ich persönlich würde das Lied hier laufen lassen, wenn sie einsteigt. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Location, nicht sein Ernst, oder? Bro, ganz romantisch, Burger King. Bestellt Essen, hoffentlich auch für mich. Was passiert denn jetzt? Besteck und Teller? Mit einfach Serviette von Weihnachten. Okay, Bro, mit Besteck, Digga. Würdest du auf ein zweites Date? Ja. Alleine schon wegen dem T-Shirt. Tick. TikTok-Livestreams. Wir haben ja gerade schon gemerkt, dass TikTok-Livestreams wirklich sehr lehrreich sein können. Naja, und um euch zu beweisen, dass wirklich bei TikTok-Livestreams jeder, wirklich mit Abstand jeder erfolgreich sein kann, guckt euch diesen Typ hier an. I seen his life last week and he's still like this. Sicher, dass er nicht tot ist? Nein, jetzt mal Spaß beiseite, Digga. Der Typ hat einfach seine Cam gefreezed, Schnarchhintergrundgeräusche reingeballert und das Ding hat 2.300 Live-Zuschauer. Oh, andere gehen arbeiten, studieren 6 Jahre, um Anwalt oder Arzt zu werden, Digga. Ich mach jeden Tag ein Video. Das ist doch kein richtiger Job. Aber andere arbeiten hart und der... Nein, aber das war noch nicht alles. POV, Sam ist den Hot Chip im Live. Bro, 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 da hat sich sogar Christian Bauer mehr Mühe gegeben beim Faken seiner Hot Chip Challenge. Runter damit. Oder einfach im Hintergrund, Digga, liegt die Tortilla Chips Packung. Was ist das? Weißt du, mich wundert's wirklich nicht, dass in Amerika Gesetze rauskommen, dass TikTok verboten sein sollte. Die Teilnahme an dieser Aktivität könnte dazu führen, dass du dich verletzt oder dass andere sich verletzen. Oder die hat sogar TikTok hochgenommen mit einem Fake-Chip. Nur so zum Vergleich, ein richtiger Hot-Chip sieht ungefähr so hier aus. Oh, richtig gewürzi dran. Und was sie im Mund hat... Ja, Bro, Alter, mich würde es nicht wundern, wenn die Dorito-Packung da oben auf dem Schrank liegt. Ich habe keine Ahnung, ob ihr sie kennt, aber... Oder ihn, ich habe wirklich keinen Plan, ich habe da so Theorien. Aber auf jeden Fall hat er am Anfang solche Livestreams hier gemacht. Eine Person muss jetzt in meinen Livestream reinkommen, dann werde ich mir auf der Stelle eine Glatze machen.
Max Emre hat es früher gemacht, als ob das immer noch geht. Und ja, es ging. Wirklich, ich habe eine Theorie, Digga. Ich glaube wirklich, das ist so Max Emres kleiner Bruder oder sowas. Oder das ist Max Emre selber, hat sich eine Perücke auf den Kopf gesetzt und macht jetzt einfach genau dasselbe, was er damals gemacht hat. Nur jetzt unter einem anderen Namen. Weil egal wie viele Leute wussten, dass das Fake ist, auch mit dieser Glatzerrasur, der hat es ja wirklich durch Monate durchgezogen. Es funktioniert halt einfach immer noch. Die Sch*** hat 4000 Live-Zuschauer. Das ist wirklich schlimmer als RTL im Brennpunkt. Wo bin ich falsch abgebogen, dass ich mir sowas hier angucke? Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen und extravaganten Friday, Saturday oder auch...